Liebe Pico-Fans, ich möchte Sie zu unserer diesjährigen Neuheitenvorstellung recht herzlich begrüßen und Ihnen zunächst mal ein gesundes und frohes neues Jahr wünschen. Wir haben uns gedacht, dass wir die Neuheitenvorstellung dieses Jahr in unserem neuen Flagship-Store durchführen werden. Der ist zwar noch nicht ganz fertig, aber Sie bekommen schon einen gewissen Einblick davon, wie der später aussehen wird. Also im Hintergrund sehen Sie schon ein paar Regale, die aufgefüllt sind und ein paar Banner, die dazwischen die Sache ein bisschen auflockern. Ich hoffe, dass wir dieses Jahr, das Jahr 2023, mit etwas weniger Problemen abschließen können als 22. 22 war ja nicht ganz so schlecht für uns, also dank Ihres Einsatzes für Pico, dadurch, dass Sie sehr viele Pico-Modelle gekauft haben, konnten wir letztendlich doch noch ein ganz gutes Jahr zum Abschluss bringen. Wir haben einen kleinen Umsatzzuwachs gemacht. Er war nicht groß, er war nicht so hoch wie erwartet, aber wir haben doch ein bisschen zugelegt. Also herzlichen Dank für Ihren Einsatz und ich glaube, wir haben auch ganz schöne Neuheiten letztes Jahr ausgeliefert. Es ist uns ja gelungen, fast alles, was wir angekündigt hatten, auch auszuliefern. Es sind zwei Geschichten leider nicht gekommen. Das ist einmal der Messwagen in der Spur G und zum anderen die Diesellok Nohab. Die ist zwar noch vor Neujahr hier eingetroffen, aber wir haben einfach keine Zeit mehr gehabt, sie auszuliefern. In zwei Tagen geht sowas einfach nicht mehr. Ich glaube, insgesamt haben wir schöne Neuheiten gehabt. Wir machen nachher noch mal einen kurzen Rückblick dazu, wo wir einfach noch mal auf die Highlights noch mal hinweisen. Und jetzt wollen wir uns dann der Neuheitenpräsentation widmen und unser Produktmanager und Marketingmanager Herr Matthias Fröhlich wird also zusammen mit mir die Neuheiten vorstellen und unser Digitalproduktmanager Herr Detlef Richter, den Sie ja alle von vielen Videoblogs kennen, wo er Erklärungen zu Digitalgeschichten macht, war also auch bereit, heute mit uns zusammen einiges vorzustellen. Dann wird Ihnen auch ein Highlight vorstellen, was sicherlich ganz interessant ist. Gut. In diesem Sinne würde ich dann ganz gerne den Herrn Matthias Fröhlich bitten, mit ins Bild zu kommen. Und hallo, Herr Fröhlich. Hallo, Herr Dr. Wilfer, grüß Sie. Und was haben Sie denn da mitgebracht? Ja, Sie haben ja schon richtig eingeleitet, fast alles ausgeliefert, ja. Die Nohab. Aber Sie haben ja einen ganz tollen Film gemacht vor Weihnachten. Dankeschön dafür, aus China. Hat uns sehr, sehr gut gefallen, die Einblicke. Und haben Sie auch gezeigt, wie die Nohab eingepackt wurde. Und Sie haben uns ja auch ein bisschen verraten, dass das wirklich auch so ein Herzprodukt für Sie geworden ist, die Nohab. Deswegen darf ich Ihnen schon mal einfach Ihre Nohab mitbringen für die Anlage in Ketschenbach. Die konnte ich ja Ihnen leider letztes Mal bei dem Videoblog im November oder im Dezember war es, glaube ich, nicht vorstellen. Aber das ist mein Lieblingsmodell geworden. Also von der Form her ist die einfach... Ich sage dazu Kartoffelkäfer, aber Sie haben mich belehrt, dass das kein Kartoffelkäfer ist, ja, sondern... Es ist schon ein Kartoffelkäfer, weil es ja die Luxemburger nennen den ja Kartoffelkäfer. Aha. Also für mich persönlich ist es einfach die Nohab von der Firma, die sie hergestellt hat. Und eine wunderschöne Maschine. Ich habe die auch persönlich in Ungarn erlebt. Und ich finde auch diese Deko einfach unglaublich schön. Also das spricht mich unglaublich an. Das ist toll. Also vielen Dank. Gerne. Und die liefern wir jetzt im Januar aus. Und gehen Sie mal zu Ihrem Fachhändler. Und ich weiß nicht, wann kommt sie? Ende des Monats? Ja, genau. Die wird jetzt ausgeliefert. Ende des Monats muss die Fachhändler sein. Ende des Monats wird sie ausgeliefert. Und ich glaube, beim letzten Film habe ich Ihnen die DSB-Variante gezeigt. Die ist auch toll. Aber die ist von der Farbgebung her... einfach noch schöner. Ja, absolut. Also ich finde auch den wunderschönes schön. Modell. Und es ist ein ganz, ganz tolles Produkt geworden. Ja, und das Zweite, was ziemlich spät am Jahr gekommen ist, ist natürlich der TT-Messwagen. Auch ein Highlight, auf das wir gewartet haben. Und ich glaube, der große Bruder in G, der wird jetzt auch bald kommen. Und Irgendwann. Weil Sie es gerade zeigen, eine Besonderheit von diesem Produkt ist ja auch, dass wir den Wagen mit Kurzkupplung ausliefern. Ja, ja, ja.
Also auch was Schönes, und das ist auch schon sehr gut im Markt angekommen. Wir haben sehr viel Resonanz bekommen, dass das wirklich auch ein Fortschritt für uns ist. Und ich glaube, das macht unsere Modelle noch einen Ticken attraktiver. Aber wir liefern nur die Neuheiten mit nur den Kurzkupplungen. Absolut. Aus. Also ja. Sachen, die es bereits im Programm gibt und die bei uns noch auf Lager sind oder beim Händler auf Lager sind, da ist also noch die alte Kupplung drin. Ja gut, aber ist halt so. Irgendwann muss man mal umstellen. Aber genau. Alle Neuheiten, die dieses Jahr produziert werden, erhalten diese neue TT-Kurzkupplung. Absolut, aber wir dürfen ja auch beruhigen, ohne dass wir zu viel vorwegnehmen. Aber auch für die Kunden, die ältere Produkte haben, die können natürlich trotzdem umrüsten. Also natürlich, also das gibt es ja auch als Umrüstteil. Ganz genau. Jawohl. Gut. Dann wollen wir mal über das vergangene Jahr noch mal inhaltlich ein bisschen sprechen. Ja. Wunderbar. Also es hat ja eigentlich super angefangen für uns. Wir sind ja gleich mit dem Krokodil rausgekommen. Ganz wunderschönes Modell. Da habe ich mich sehr drüber gefreut und die Resonanz vom Markt war ja auch hervorragend. Auch die Presse hat das Modell gelobt und hat gesagt, das ist wirklich wieder ein bisschen die Messlatte. Ein Tick besser als die anderen. Ja, wir waren ein Tick besser. Und ja gut, da wollen wir jetzt nicht so doll drauf rumreihen, aber wir freuen uns natürlich. So ein gewisses Maß an Stolz sei uns dazu gestanden. Ja, und ja, wir freuen uns, wir geben uns Mühe, dass es auch wirklich immer noch ein bisschen eine Innovation gibt und dass es noch ein bisschen fein wird. Wir hatten ja auch große Diskussionen, Sie erinnern sich, wegen den Sandfaltrohren. Das waren unglaublich viele, die da angesetzt werden mussten. Ja, die streichen, nicht, da war nicht so gut, die Stimmung immer. Aber sie haben es ja dann trotzdem akzeptiert und haben gesagt, das gehört einfach dazu. Ich weiß nicht, wie viele waren das? Zwölf Sandfallrohre. Mhm. Ja. Als ich die Entwicklung gesehen habe in China, habe ich gedacht, irgendwo, jetzt reicht's. Aber er hat sich durchgesetzt zusammen mit Peter Goldschmidt. Ja. Sie haben nicht nachgegeben und haben gesagt, wir wollen die Sandfallrohre haben. Das ist ganz wichtig. Naja gut, okay. Ich habe dann nachgegeben. Man muss sich ja nicht immer durchsetzen, sondern man muss einfach auch auf die Mitarbeiter hören. Wenn sie gute Argumente haben, dann muss man das einfach machen. Schön. Und ich glaube, das ist auch unser Erfolg, ja, absolut, dass wir durchaus kritisch miteinander umgehen und sich nicht immer freuen, was der andere machen will, aber dann letztendlich doch zu einem guten Kompromiss kommen. Stimme ich Ihnen absolut zu. Wir haben ja auch immer ein bisschen Rückmeldungen auf die Filme, wo dann gesprochen wird, wie die miteinander umgehen, so respektvoll, so freundlich. Wie ist das denn wirklich dort? Also ich glaube, es ist wirklich ein großes Plus von uns, dass wir in der Sache manchmal sehr hart sind, wenn wir miteinander diskutieren. Jeder möchte natürlich seinen, ich sage jetzt mal, Kopf durchsetzen. Ja, auf der anderen Seite ist es auch so, dass wir gute Kompromisse finden. Und ja, ich stimme absolut zu. Ich denke, das ist ein Erfolgserlebnis. Ja, ich meine, darum sind unsere Modelle auch, kommen auch gut so an, weil wir halt einfach wirklich versuchen, die unterschiedlichen Interessen zu berücksichtigen und auch das Ohr am Markt haben. Das ist wichtig. Ja. Ich glaube, das macht unseren Erfolg ein bisschen aus. Absolut. Also und auch vielen Dank für Ihre Kritiken und auch Ihre Vorschläge, die immer wieder kommen. Bringt uns weiter, geben Sie nicht auf. Man wird nicht immer alles gleich umsetzen können oder auch alles gleich machen, was Sie wollen. Aber so ab und zu brauchen wir schon ein bisschen Input. Ja, absolut. Gut. Gut, das nächste, was gekommen ist, war die Baureihe 93, die Dampflokomotive. Da haben wir ja verschiedene Ausführungen gehabt. Die polnische Lokomotive, die österreichische Lokomotive, die DB-Maschine. Die ist ziemlich gut geworden. Die ist sehr gut geworden und auch da sind wir ganz doll gelobt worden, dass wir wieder ein bisschen feiner waren. Und okay. Ja, okay, aber wir wollen da ja nicht so drauf rumreiten, aber auch das war ein großer Erfolg. Wir wollen ja eigentlich über 23 sprechen. Jawohl, genau. Und hoffen wir mal, dass es da so ähnlich abläuft bei uns. Ja. Genau, NOHAB haben Sie ja schon genannt, aber auch in den anderen Nenngrößen, also in G, die 94er, ist eine wunderschöne Lokomotive geworden. Und in TT hat mich die Laminatka sehr gefreut. Die ist auch sehr gut angekommen, also auch unsere Freunde aus Tschechien. Die Laminat haben wir schon vor 2 Jahren gehabt, oder? Nein. Kam die letztes Jahr noch? Zeit vergeht. Ja, die Zeit ist vergangen. Das war meine letztes, ich werde immer gefragt, was meine Lieblingslokomotive waren. Letztes Jahr war das definitiv die Laminatka. Mhm. Und dieses Jahr kann man ja nicht sagen, aber es ist ja eigentlich auch letztes Jahr, ist es mit Sicherheit dieses Modell. Ja. Wir saßen gestern Abend noch ein bisschen zusammen, ein paar Kollegen und ich, und wir haben so darüber diskutiert, was ist denn das Lieblingsmodell von dem letzten Jahr gewesen. Und es war eigentlich schwierig, weil jeder hat so gesagt, das ist das Lieblingsmodell und das auch. Und die war aber auch ganz toll, sodass einfach gezeigt wurde, alles, was wir eigentlich rausgebracht haben, waren wirklich, glaube ich, ganz gute Modelle. Ja. Aber Laminatka war noch ein bisschen besser. Ja. Sie sind ja auch der Chef, da lasse ich das Ganze stehen. Okay. Gut. Ja. In Spur N, die 101, die ist auch super angekommen. Ja. Das hat mich auch sehr gefreut. Und auch, glaube ich, da auch wieder, ich muss schon wieder anfangen mit den Stromabnehmern. Also das ist wirklich ein Gedicht, was wir da zeigen, auch in den kleineren Nenngrößen. Und ich glaube, wir haben wirklich ein tolles Portfolio gehabt. Es kam überall gut an. Wir haben sehr, sehr breit aufgestellt, unser Sortiment angepriesen. Und ich glaube, es war wirklich für jeden auch was dabei. Ja. Nochmal auf die Stromabnehmer zu kommen. Ich glaube, im letzten Video
habe ich Ihnen ja auch ein bisschen so die Fertigung von den Stromabnehmern in Chashan gezeigt, wie filigran das ist und wie viele Mitarbeiterinnen, ich glaube, ein Mitarbeiter war da sogar dabei gesessen, um die Dinger zusammenzusetzen. Und da kommt richtig was Tolles raus. Und die gibt es auch ja einzeln zu kaufen. Wir haben ja, glaube ich, letztes Jahr angefangen damit, eine extra Seite zu machen mit den Stromabnehmern, wo man gesagt hat, Mensch, wir haben so tolle Stromabnehmer, nur als Ersatzteile, das ist eigentlich schade. Ich finde, die muss man einfach besser herausstellen und haben sie ja auch mit ihrem Katalog wieder ganz toll gemacht, dass die also richtig gut rauskommen. Vielleicht dazu nochmal eine Information. Dieses Jahr haben wir keinen neuen H0-Katalog in Druckform und keinen neuen G-Katalog in Druckform gemacht, sondern den gibt es nur digital, weil wir gesagt haben, einerseits wollen wir ein bisschen was für die Umwelt tun. Ich meine, so ein 450-Seiten-Katalog, der also gedruckt wird in zigtausende Auflage, der kostet eine ganze Menge Bäume. Und das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist natürlich auch ein Kostengesichtspunkt. Und ich meine, dass man ein Jahr durchaus auch mal mit einem Katalog leben kann, der aus dem alten Jahr kommt, plus dem Neuheitenprospekt, kommt man, glaube ich, ganz gut zurecht. Und das Geld, was Sie einsparen, um den Katalog zu kaufen, das investieren Sie dann in die neuen Loks. Da haben Sie vielleicht auch was davon. Absolut. Kann ich fast nichts mehr ergänzen, außer dass man natürlich das Neuheitenblatt ein bisschen umfangreicher gestaltet haben dafür, genau. Zum Ausgleich. Und ich glaube, da stehen dann wirklich auch wieder eine ganze Reihe von Informationen. Ist schön geworden. Ja. Glückwunsch. Hat er gut hier verantwortlich dafür, hat er gut gemacht mit seinen Mitarbeitern. Ja, tolles Team. Wunderbar. Herr Dr. Wilfer, bevor wir weitermachen, jetzt hätte ich es ja beinahe doch wieder vergessen. Ich habe nicht einen Knoten im Taschentuch. Ach so, aber ja, ich habe es natürlich auch vergessen. Ach, meine Frau hat es mir gesagt, Matthias, denk bitte dran. Und ich habe gesagt, ja, das schaffe ich. Das mache ich gleich zu Beginn. Ja, machen wir es jetzt, oder? Machen wir es jetzt. Sie haben eine neue Brille, Herr Dr. Wilfer. Okay. Und was ist auf der Brille? Jetzt weiß ich gar nicht mehr, auf welcher Seite. Ich glaube, auf der Seite, genau. Da habe ich auch die Know-Hub abbilden lassen. Und auf der anderen Seite ist der Shiruno. Ich sag unser Katastrophenprojekt. Tolles Modell gewonnen, tolle Elektronik gewonnen. Alle davon Beteiligten haben graue Haare gekriegt. Also ich nicht, ich habe ja keine mehr. Ja, aber super, super Modell. Und ich glaube, in der Schweiz ist der ganz toll angekommen. Jawohl, ich habe auch gerade jetzt vor kurzem noch mal mit unserem Partner in der Schweiz gesprochen. Die sind auch sehr glücklich, Modell, kommen sehr gut bei den Kunden an. Und ich glaube, die Mühe hat sich auch da richtig gelohnt. Wir haben da auch wieder ein richtiges Highlight auf die Gleise gestellt. Und wenn man den sieht in der kompletten Länge, diese 11 Teile, also das macht schon einen Eindruck. Ganz toll. Ja, und wenn Sie das dann sehen, dann fragen Sie sich ja, was ist denn neben dem Shiruno zu sehen? Mein Freund, der Goldschmied, der Wolfgang Otterpohl, der das immer macht, der hat mir gesagt, das ist der Pilatus, Luzern, ganz typischer Berg. Na, ich glaub's ihm. Bin dabei. Okay. Good. Super. Sollen wir mal langsam zu 2023? Genau. Dann stelle ich die. Es tut mir leid, ich muss die mal ganz kurz auf. Das ist in Ordnung. Aber Sie kriegen sie ja anschließend. Wir werden das überleben. So, ich habe gleich das erste Highlight in der Serienausführung. Das ist unsere Baureihe 117, E17. Besonderheit ist, dass dieses Modell gleich als erstes kommt. Okay, und ja, auch da grandios, dass wir es schaffen, gleich am Anfang des Jahres auch eine Neuheit auszuliefern. Wie geht denn das? Ich musste mal vorsichtig sein, die Pantographen einfach hochziehen. Ja, oder? Ja. Genau, perfekt. Ja, okay. So. Die Besonderheit bei der Lokomotive, wir schauen ja auch immer so ein bisschen, welche Maschine bringen wir auf den Markt, die bestimmt noch niemand hatte. Und wir haben hier die modernisierte, die 110 mit den zweifenstrigen Frontbereichen. Ja. Das heißt, ursprünglich waren hier drei Fenster, dann wurden die modernisiert, es sind nur noch zwei Fenster gewesen. Und was auch bei der Lok wieder ganz, ganz toll gelungen ist, unsere Konstrukteure haben es wieder geschafft, dass man durch die seitlichen Fenster durchschauen kann, durch die Lokomotive. Das heißt, alles, was an Elektronik, Technik und Motor und alles dabei untergebracht wurde, wurde so untergebracht, dass man durch die Fenster durchschauen kann. Mhm. Und das ist schon eine echte Besonderheit. Dachgarten ist sowieso wieder ein Traum und auch an der Seite der ganze Rahmen, das Fahrwerk, die Speichenräder, das ist alles einfach wieder ein richtig schönes Modell geworden. Und der Innenraum ist beleuchtet. Selbstverständlich, genau. Ja. Genauso auch wie der Führerstand von Führerpult ist ja bei uns auch als Standard beleuchtet. Und ja, wie gesagt, kommt jetzt schon in den Handel.
Ja, haben wir schon den Shashan fertig gemacht gehabt. Mhm. Kosten 240 € in der normalen Version, genau. 290 in der Wechselstrom und mit Sound 350. Ja, absolut fairer Preis. Ist okay. Wirklich in Kleinserienausstattung das Fahrzeug und ich glaube absolut gerechtfertigt. Schön. Gut. Ja, wollen Sie dann die nächste? Welches ist denn die nächste? Also wir haben die mit der, aber bei der haben wir leider noch keine Teile da. Aber wir müssen die einfach ansprechen, weil es so ein Aha-Erlebnis war im Markt. Tja, also Dampflok 03 und zwar eine Schlepptenderlok ist das. Ja. Ich glaube, wir haben in der Vergangenheit gezeigt, dass wir mit Dampfloks ganz gut hinkommen, also mit den nicht Schlepptenderloks, mhm. sondern normalen Tenderloks. Und die 78er war es, glaube ich, die 93. Und die 8310, das war jeder Lok, war für sich ein Highlight. Und jetzt haben wir gesagt, wir trauen uns einfach auch mal an so ein großes Modell dran. Und von der Entwicklung ist sie fast fertig. Mhm. Wir haben also im Moment leider noch keine ersten Abspritzungen. Ich glaube, die kommen Ende der Woche. Ich habe vorhin gerade mit China gesprochen, also Ende der Woche kriegen wir die ersten Abspritzungen. Aber jetzt ist es noch nicht da. Und ich glaube, das wird wieder eine tolle Geschichte mit viel freien stehenden Leitungen, mit viel Details. Und was wir das erste Mal machen werden, das ist auch eine Besonderheit. Wir werden das erste Mal Metallräder bei der Lok haben mit einem Durchmesser von 25 mm. Weiß ich jetzt zufällig ganz genau, weil ich gerade mit meinen Freunden in China gesprochen habe und die kaufen jetzt eine neue Maschine, um die Radsätze zu vermessen, digital zu vermessen mit einer Kamera. Und die mussten die noch mal ändern wegen der 03, weil die Radsätze ein bisschen höher sind. Und darum weiß ich, dass das mit 25 mm ist. Und als XP, also als Expertmodell, wird sie auch einen gepulsten mhm. Verdampfer haben. Genau. Funktioniert auch, haben wir auch schon alles ausprobiert, war auch eine lange Geschichte, bis das also wirklich richtig gut geklappt hat. Und ja, ich glaube, das wird ein tolles Modell. Mhm. Vielleicht können Sie hier noch ein bisschen mehr dazu sagen. Ja, also auf die Expert Plus freue ich mich auch. Also ja. Es macht auch wirklich einen Eindruck. Mit Sound natürlich. Genau, klar, mit logisch. Sound und schön aufeinander abgestimmt, die Geräusche auf die Radumdrehung und so weiter, hervorragend. Gepulster Verdampfer finde ich auch grandios. Und weil Sie es eben angesprochen haben, Dankeschön für die Rückmeldungen der Kunden. Gerade diese Woche hatte mich unser Chefkonstrukteur angerufen, hat gesagt, ein Kunde hat ihn angeschrieben und hat gefragt, im Katalog habt ihr ja eine Zeichnung von der DR-Maschine auch drin. Da ist bei dem Tender irgendwas nicht ganz so, wie es sein soll. Da ist so ein kleines Detail, das normalerweise nur die DB hat. Und ich darf natürlich auch wirklich die Kunden beruhigen, was wir in den Katalog reinmachen. Wir schreiben es zwar immer dazu, dass natürlich noch Änderungen möglich sind, aber die Lokomotive wird natürlich einen authentischen Tender bekommen für die Reichsbahn, wo dieses DB kleine Detail nicht dabei sein wird. Also das muss man einfach darauf hindeuten. Aber wir freuen uns, die Kunden sind aufmerksam. Katalog war ja relativ schnell auch runtergeladen. Die Frau Golz hatten ja am 30. schon hochgeladen, den Katalog. Und schon kurze Zeit später wurde das so oft runtergeladen und es kamen auch sofort Rückmeldungen dazu. Server ist aber nicht zusammengebrochen, diesmal. Diesmal nicht. Also wir haben alle geschwitzt, wie jedes Jahr. Aber es war einfach grandios, wie sofort auch Rückmeldungen kamen. Die Kunden waren begeistert und das war einfach toll. Und deswegen wirklich auch da, die Maschinen werden natürlich jeweils die ländertypischen Ausführungen haben. Wir haben ja auch eine polnische Lokomotive. Die 03, also die kommt in polnische, in DR, DB und? Genau, und als ja. die XP, die kommt als DB auch nochmal. Ja, okay. Genau. Und wir werden jedes Mal schauen, dass wir natürlich die Lokomotive nicht einfach nur irgendwas draufschreiben, sondern die werden auch wirklich von der Variante so umgesetzt, dass es für die jeweiligen Länder passt. Mhm. Also wirklich tolle Geschichte. Kostenpunkt? 350 € in der Gleichstromversion, jawohl. 460 in der Soundversion mhm. und Wechselstrom kommt ja auch, oder? Wechselstrom, reine Wechselstrom ist eigentlich auch vorgesehen, glaube ich, ja. Da steht der Preis nicht drauf, mhm. Oh, macht nichts. Als XP-Version wird sie dann 530 kosten und ich glaube, für so eine Schlepptender-Lok ist das, glaube ich, auch noch ein ganz guter absolut, Preis. Absolut. Und die reine AC müsste dann bei 3,99 liegen, weil... Ja, genau, ja. So 50 ja, genau. Okay. Super, ja, dann geht's weiter. Ja. Dann nehme ich die auch. Haben Sie noch mal was? Ja, ich habe noch zwei, drei Muster dabei. Weil Sie die Laminatka angesprochen haben. Ah ja, das ist die andere Nachfolgerin, Geschichte. Genau, das ist die Nachfolgerin der Laminatka.
Also die Laminatka hat ja die Nummer, die S49901, und als Nachfolgerin hat sie die 02. Und auf den ersten Blick denkt man ja gar nicht, dass es die Nachfolgerin ist. Nee, aber sieht ganz anders aus. Aber die Prinzipien sind tatsächlich so, dass man sagen kann, es ist die direkte Nachfolgerin. Aber auch in Tschechien hat man gemerkt, nachdem man zuerst, wie bei der DR auch, mit der Glasfaserfront gearbeitet hat, das ist unglaublich teuer, unglaublich aufwendig. Und wenn man halt doch eine etwas, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, einfache Form macht, dann können die Lokomotiven günstiger werden beim Vorbild. Und ziehen genau das Gleiche. Aber ist es auch wieder eine wunderschöne Lokomotive geworden. Und ich muss da einfach auch wieder auf die Scheibenwischer drauf hinweisen. Also sowas von filigran und auch eben angesetzte Scheibenwischer. Und Sie haben es ja auch gesagt vorhin, also die Damen und Herren, die drüben in China das montieren, ich muss immer wieder sagen, Hut ab davor, was die leisten jeden Tag. Das ist grandiose Arbeit und man muss sich das ja überlegen, die sitzen ja nicht nur eine halbe Stunde und machen dann was anderes, sondern die montieren diese Teile und grandios. Einfach umwerfen. War ein bisschen, kann man vielleicht noch mal kurz einflechten, also die letzten 3-4 Wochen war es in China also ziemlich schlimm. Der ganze Betrieb ist Corona durchseucht worden. Also wir haben 95% der Mitarbeiter sind infiziert worden durch diese neue Politik, die man da verkündet hat. Aber es geht ihnen allen gut. Wir haben keine großen Probleme gehabt, meistens 2 bis 3 Tage. Dann war das Schlimmste vorbei und dann sind sie eigentlich schon wieder in die Firma gekommen. Also das, wir haben es, glaube ich, ganz gut überstanden mit dem Corona. Aber das ist eine Katastrophe in China im Moment. Okay, das aber nebenbei. Wir haben mit unseren Neuheiten jetzt noch relativ wenig. Ja, aber ich finde es auch wichtig, dass man darauf hindeutet, weil ganz am Anfang, als es losging im Design Department, die ersten Krankheitsmeldungen, wir haben ja schon alle gedacht, oh, was kommt da auf uns zu? Es ging relativ gut. Wir sind relativ gut durchgekommen. Also auch von der Produktion her haben wir das eigentlich, was wir im Januar produzieren wollten, haben wir trotzdem noch geschafft. Die gehen ja jetzt Ende der Woche gehen sie in Chinese New Year, also Neujahrsfest und sind dann 3 Wochen zu Hause. Und ich hoffe, wenn sie dann wiederkommen, dass sie dann wirklich also auch nochmal die vielleicht noch eine zweite Infektion zu Hause überstanden haben und dann wieder gestärkt in die Firma kommen können, um dann das Jahr 23 gut zu gestalten. Aber das ist, naja, lassen wir das mal lieber. Okay. Corona, China, Katastrophe. Noch eine Besonderheit bei der Lokomotive, sie hat Fahrwerksbeleuchtung. Das Fahrwerk ist sowieso ganz schön. Und ich finde auch an der Seite das Lüfterband, das ist ganz, ganz hervorragend gelungen. Das macht super geworden. Finish. Ja, genau. Super geworden. Und die kleinen Fenster oben vom Maschinenraum, wenn man hier reinschaut, man sieht wieder etwas zurückversetzt die Maschinenraumeinrichtung. Ja. Und ich glaube, wenn auch die wieder dann die Beleuchtung dementsprechend hat, auch das wird wieder ein richtiges Highlight auf der Anlage werden. Also. Und der Preis ist ja, ich meine, die Gleichstromversion soll 210 Euro kosten. Ja. Wechselstromversion 260 und Sound 320. Also das sind sehr faire Preise. Das sind sehr, sehr faire Preise, ja. Aber ich glaube, wir kommen da einigermaßen mit hin. Ja. Ja, gut. Wunderbar. Dann mache ich die mal auf die Seite. So. Okay. Gut, was haben wir denn weiterhin, Herr Fröhlich? Ja, nächstes Highlight wäre unsere ÖBB-Lokomotive, die R1018. Haben wir leider auch noch keine Teile hier, um sie jetzt hier zu zeigen, zu präsentieren. Ich habe nur ein Foto dabei, das können wir nachher auch noch mal einblenden. Aber auch das ist eine wunderschöne Maschine und ich glaube, so lange wurde das jetzt gefordert von uns, bitte bringt doch die 1018. Also unsere Fans in Österreich haben da wirklich auch, man muss es schon sagen, massiv Druck auf uns ausgeübt und haben gesagt, bringt die bitte, wir brauchen ein zeitgemäßes Modell von dieser wichtigen Lokomotive. Dass wir einfach gesagt haben, wir machen das jetzt und ja, die Rückmeldungen sind jetzt auch schon sehr positiv. Ja, der Markt in Österreich entwickelt sich sehr gut für Pico. Wir haben viele Fans in Österreich auch. Es gibt ja da noch eine andere Marke, die dann manchmal ein bisschen weiter verbreitet ist. Aber wir sind auf einem guten Weg und wir haben immer mehr Leute, die es auch anerkennen und die auch das wertschätzen, dass wir eben wirklich hochdetaillierte Modelle eben nicht nur für Deutschland machen, sondern eben auch für unsere österreichischen Freunde. Absolut. Ja, das ist erfreulich. Ja, das finde ich auch sehr schön. Also auf die Lokomotive freue ich mich auch. Ist eine komplette Neukonstruktion und ist auch nicht ganz so einfach. Also wir haben zwar wirklich sehr, sehr nette, sehr hilfsbereite und sehr kompetente Mitarbeiter, die uns aus Österreich unterstützen. Aber bei diesen 8 Lokomotiven, die es beim Vorbild gab, ist halt jede Lokomotive anders. Und ein Drama, wirklich. Also wir sprechen das so oft über diese Lokomotive und sagen, da ist uns noch was aufgefallen, da
Herr Goldschmidt ruft an und sagt, da müssen wir auch noch bitte drauf aufpassen. Und es ist wirklich eine sehr, sehr detailverliebte Arbeit. Aber ich glaube, wir kriegen da was Schönes raus. Mhm. Schön. Ja. Preis 250 für Gleichstrommodell, Wechselstrom 300 oder 299. Und in der Soundversion ist sie bei 360. Genau. So, jetzt habe ich aber mal wieder ein Muster dabei. Haben Sie ein Muster dabei? Gut. Standard-Lok. Standard-Lok. Brot- und Butter-Lokomotive aus dem Westen. DB. Jawohl. Fährt überall, auf allen Gleisen, immer permanent sichtbar, auf allen Bahnhöfen. Ja. Und war auch ganz schön, also für mich jetzt auch wieder so eine Herzenslokomotive. Ich erinnere mich noch sehr gut, meine Schule lag direkt an den Bahngleisen. Und jedes Mal, wenn dann die V100 mit so ein paar Silberlingen vorbeigekommen ist, ist mein Kopf immer auf die Seite gegangen, was natürlich auch mein Lehrer gesehen hat und gefragt hat, was guckst du denn da die ganze Zeit? Und da habe ich gesagt, da fahren so schöne Lokomotiven vorbei. Und da war die einfach mit dabei. Und deswegen freue ich mich riesig, dass die kommt. Ich glaube, es ist jetzt auch wirklich Zeit geworden, ein sehr betriebstechnisch ausgereiftes Modell auf den Modellbahnmarkt zu bringen. Wir haben auch sehr darauf geachtet, dass zum Beispiel die Auftritte so eine Mischung aus Stabilität und Filigranität aufweisen. Mhm. Und das ist wirklich ganz toll. Ja, man sieht es einfach. Es sind sehr, sehr viele Details dran. Und weil Sie jetzt gerade so schauen, die Lüftergitter. Hinter den Lüftergitter ist ein kleiner Ventilator, der sogar drehbar drin ist. Also auch da. Aber immer kein Motor, oder? Da ist jetzt kein Motor drin, nein. Ja, okay. Aber man kann zum Beispiel reinpusten, dann dreht er sich. Mhm. Und ist auch eine tolle Geschichte. Ja, das muss man auch nicht. Ich meine, das ist zwar ein Gag, gibt es ja auch bei anderen Herstellern, die dann drehbare Lüfter haben. Aber erstens mal, wann sieht man das? Und das kostet richtig viel Geld. Das heißt also, diejenigen, die das nicht haben wollen, die nur das. Die Optik haben wollen, die müssen das dann auch mitzahlen, oder? Wir lassen das mal so stehen, ja. Wir lassen das mal so stehen, okay. Also. Ja, bitte. Also, habe ich was Falsches gesagt? Weiß nicht, also ich kann ja keine Stellung jetzt beziehen, aber das ist so ein bisschen, wie wenn Sie in China durch die Halle gehen und filmen und ich gucke dann links und rechts, ich höre natürlich zu, was Sie sagen, aber ich gucke dann immer auch links und rechts, was Sie dann filmen und ich bin da schon manchmal so ein bisschen im Schwitzen und denke, oh, was zeigt denn da? Ich zeige wieder irgendwelche Neuheiten, die noch nicht angekündigt sind. Und ruckzuck gibt es die Diskussion draußen, oh, da gibt es die Lokomotive und ja, okay. Nein, also ich freue mich da drauf und die ist wirklich sehr schön und Lüftergitter sind perfekt. Man kann wirklich sehr schön durchschauen und auch hier wird es wieder natürlich eine Führerpultbeleuchtung geben und ich glaube, das ist auch wirklich ein großes Highlight, passt natürlich auch zu unseren Umbauwagen, zu unseren Silberlingen. Mhm. Auch da unser Bestreben, wirklich komplette Züge aus Pico-Hand. Das heißt, man kann wirklich stilechte Garnituren wie draußen beim Original nachbilden. Und auch da freue ich mich riesig drauf. Wann kommt die? Die soll im vierten Quartal kommen, okay. Hat aber auch einen hervorragenden Preis, wie ich finde. Okay, 180 Euro ja. Für Gleichstrom und Wechselstrom 230 mhm. Und Sound 290. Jawohl. Okay, gut. Gut. Ah ja. Sollen wir gleich zum nächsten? Ja, okay. Die müssen ja doch auch was dabei haben, oder? Und zwar, also wir haben mal wieder was für unsere polnische Freunde. Und die SM31. Jawohl. Diesel-Lok, ein tolles Modell. Also ich bin erstaunt, dass die so groß ist. Mhm. Also ich habe, ich dachte eigentlich, dass die viel kürzer ist. Ich habe die gestern das erste Mal gesehen bei uns auf der Anlage, da testen sie sie gerade und war ich erstaunt. Meine Güte, das ist ja ein Riesenmodell ja. Geworden. Ja. Und auch schwer. Und auch schwer von der Detaillierung her mit den filigranen Griff, Handstangen außenrum und Geländern und wieder tolle Drehgestelle. Was mich wundert ist, die hat gar nicht so diese typischen großen Lampen von Polen. Ja, das sind schon größere Lampen. Also ja, größer, aber nicht diese ganz großen genau, Bullaugen bei der SU-46, mhm. Das sind, die dann auch gelb hinterlegt sind oder mhm. Unterlegt sind. Die sind also ein bisschen kleiner. Ja. Oder wirkt das jetzt bloß, weil die noch nicht bedruckt sind? Also die sind schon wirklich groß. Also Polen ja. Hat einfach große Scheinwerfer, ja. Aber es mag sein, dass die jetzt einen Ticken kleiner sind als bei der SU-46. Aber ja. Sie sind schon groß. Aber mir ging es so ähnlich wie bei Ihnen. Ich bin auch erst mal ein bisschen erschrocken, als ich das Modell gesehen habe und dachte, oi, 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 da kommt aber ein echter Trümmer ja, auf mich ja, zu. Aber es ist eine wunderschöne Lokomotive ja, geworden. Die Metallgeländer sind hervorragend. Die Drehgestelle sind auch für mich wirklich ein Traum geworden hier. Die Windabweiser, die extra angesetzten und selbst die kleinen obendrauf die Antennen. Und auch hier ist übrigens wieder so ein kleines Lüfterrad, wo man reinpusten kann. Es dreht sich schön. Kleines Gimmick, aber finde ich, macht unglaublich was her.
Schön. Und ja, da freue ich mich auch jetzt drauf. Und mit der Farbgebung, da macht ihr schon mal ein bisschen Lust auf die Modelle, die dann auf uns zukommen. Also das ist ja auch so eine typische Farbe für Polen, das Blau. Ist zwar noch nicht wirklich die Originalfarbgebung, aber es macht zumindest schon mal so ein bisschen. Ja, das muss man übrigens zu allen Modellen hier sagen. Ja, das sind ja alles, also bis jetzt auf die, bis auf die NOHAB und den Messwagen sind das ja alles Pre-Production Samples und haben jetzt noch nicht die, weder eine Bedruckung drauf, noch haben sie die richtige Farbgebung. Das muss man einfach noch mal kurz betonen. Ja. Gut, kommt gleich nochmal rum, kommt auch noch eine kleine Leiter, die kommt gleich nochmal bei Ihnen vorbei. Ja, aber die ist auch so super filigran, also wirklich ganz, ganz wunderschön. Toll. Haben unsere Konstrukteure was richtig Tolles auf die Gleise gebracht. 180 Euro für Gleichstromversion, 290 für Wechselstrom? Nein, für die Sound. Nee, für die Soundversion. Ja, weil ich meine, ich glaube, die machen wir gar nicht als Wechselstrom. Weil ohne Sound nicht. Das lohnt sich für Polen nicht, da gibt es zu wenig Nachfrage. Absolut. Gut. Okay, dann? Ja, die große weite Welt. Wir reisen so ein bisschen nach USA, aber nur ein bisschen. Weiß nicht, ob Sie sie ankündigen können. Ja, machen Sie nur. Okay, die KM4000. Wunderschöne Lokomotive, auch beim Vorbild. Und eigentlich ist es ja eine deutsche Lokomotive. Richtig, ja. Crosswaffer. Ja, genau. Ist in Deutschland konstruiert worden, ist auch in Deutschland und in Europa unterwegs gewesen zu Testfahrten. Genau. Ja. Hatte da auch Puffer, wie das ja in Europa so üblich ist. Und als sie in die USA geliefert wurde, wurde es natürlich abmontiert, weil die ja diese besondere Mittelpufferkupplung haben. Und werden wir natürlich dementsprechend auch berücksichtigen. Wird sehr feine Radsätze haben, AP25 Radsätze. Soll keinen Haftreifen bekommen, weil ist eher untypisch. Amerika wollen keine Haftreifen. Genau. Die fahren alle nur ebenerdig. Ja. Die gibt es keine Berge. Anscheinend nicht. Es ist auf jeden Fall der große Wunsch. Und was hier noch dazu kommt, wir bringen die in drei verschiedenen Loknummern. Das heißt, wir bringen alle drei, die am Anfang eingesetzt wurden, dort auch mit der entsprechenden Loknummer, sodass man auch vorbildgerecht in Dreifachtraktion fahren kann. Ja, was ja für die Amis wichtig ist. Also wenn die Dreifachtraktion fahren, dann fahren die nicht mit einer rum, die wollen dann gleich drei haben. Und ellenlange Züge, da dürfen sie nicht am Bahnübergang stehen, weil da haben sie verloren erstmal für eine ganze Zeit lang. Aber wird eine tolle Maschine. Und ich glaube, dass die sowohl für die Sammler in Europa als auch in Nordamerika gab es noch nie auf dem Markt. Also es gab ein älteres Modell von Rivarossi, wenn man das so sagen darf, aber ist eben auch schon in die Jahre gekommen. Und schön. Ich glaube, es ist auch da wieder Zeit geworden für ein neues Kosten Modell. 270 Euro und der Soundversion 380. Mhm. Okay, gut. Ja, kommen wir zu den Wagen. Mhm. Bei den Wagen freue ich mich auch sehr über die modernen IC-Wagen. Wir haben zwar IC-Wagen im Programm, wir haben ja die IC-79-Wagen, die auch sehr gelobt waren im Programm, haben die auch schon in den späteren Epochen rausgebracht, aber die wirklich modernen, also dafür sind einfach Umbauten notwendig beim Vorbild und die müssen wir natürlich auch im Modell umsetzen und müssen die beachten und dementsprechend wird ein kompletter Zug auf die Gleise gestellt mit passendem Steuerwagen. Mhm. Das wird auch bestimmt ein Highlight. Ist auch jetzt schon ganz viel gefeiert worden, dass die Kunden gesagt haben, oh, da kommt jetzt wirklich ein neues Produkt von diesem wichtigen Steuerwagentyp. Und ja, ich glaube, auch da ist die Zeit einfach reif gewesen jetzt. Und gehört natürlich auch super in unser Portfolio. Unsere 101, unsere 120er, die brauchen natürlich die passenden Wagen hinten dran. Genau. Gut, kosten 70 Euro für die Gleichstromversion. Für die ganz normalen. Was ist 75? Dann? 75 ist für den Speisewagen. Der ist ein bisschen aufwendiger. Okay, für den verlangen wir 75. Und der Steuerwagen kostet 120 und 170. Genau. Weil die AC-Fahrer, die brauchen ja den Funktionsdecoder drin und den Schleifer drunter. Dementsprechend ist das immer ein bisschen teurer. Na gut. Ja, weitere wichtige H0-Neuheiten. Ja, wir bringen natürlich Unmengen von Varianten. Wollen wir die jetzt alle aufführen? Nein, die führen wir nicht, aber so ein paar Highlights haben wir doch wirklich noch. Also die 101, weil die einfach so gut angekommen ist. Da freue ich mich, dass jetzt eine Werbelok kommt. Die Ecofant-Lokomotive kommt in Blau. Okay. Oder auch bei der Baureihe 111. Das ist ja auch so eine Brot-und-Butter-Lokomotive. Die sieht jeder draußen oder hat die jeder gesehen. Und die ist, glaube ich, ein bisschen zu Unrecht auch immer untergegangen bei den Fans. Mhm. Aber es gibt da sehr, sehr viele Varianten, die man sehr schön nachbilden kann. Und wir bringen jetzt eine späte Lokomotive in der Epoche 6 mit Scherenstromabnehmer. Ist auch, glaube ich, ein echtes Highlight. Mhm. Ja, und ansonsten 120er kommt eine mit Latz als DB und auch die 152, die wir ja als Neuheit rausgebracht haben im 2022, die wird dann auch in der neuen Variante kommen. Ganz wichtig für mich, da haben wir ja auch letztes Jahr viele Diskussionen geführt, Herr Dr. Wilfer, das ist die blaue Mauritius, das Krokodil in blau-beige. Da waren Sie ja von der Farbgebung
Da war ich dagegen, dass wir die als Erste rausbringen, gell? Weil ich gesagt habe, das Krokodil kann doch nicht in Blau erscheinen, der muss doch in Grün erscheinen. Ein Krokodil ist grün und nicht blau. Ja. Na gut, also jetzt haben sie es reingeschmuggelt ins Programm. Jetzt kommt sie in Blau, genau. Aber auch das wird ein echtes Highlight werden. Wir haben bei der Lokomotive so viel beachtet, was es bisher noch gar nicht gab auf dem Markt. Also diese Lokomotive ist auch beim Vorbild mehrmals verbaut worden, im Sinne von Details geändert worden, Nietenreihen wurden geändert. Das ist bis jetzt eigentlich auf dem Markt noch gar nicht so berücksichtigt worden. Und wir haben uns bei der Lok so richtig verausgabt und verkünstelt, was wir da an Details noch reinbringen. Und verausgabt und verkünstelt. Das war sehr positiv belegt. Und nein, ich freue mich da riesig drauf. Und in der Farbgebung, es ist ja ein Einzelgänger. Und, ich meine, die sieht gut aus in Blau, also ist überhaupt keine Frage, gebe ich Ihnen schon recht, dass sie super ausschaut. Aber letztes Jahr trotzdem dachte ich, Grün muss er zuerst raus. Okay. Ich habe es gemerkt, ja. Okay. Ja, ab und zu darf ich mich auch mal durchsetzen. Ja, das ist ja. Ja, und ansonsten bringen wir eben auch bei den anderen Lokomotiven, die ja, glaube ich, der Markt kennt sie einfach, also die V43 MAV, wunderschöne Lok geworden für mich. Und auch der EN57 ist ein echter Traum geworden, also muss ich sagen, tolles Fahrzeug. EN57? PKC. Der Dieseltriebzug. Der E-Triebzug für Polen. Ja. Den haben wir ja im Dezember noch kurz ausgeliefert. Mhm. Ja. Aber tolle Sache. Toll, wirklich, ja. Ja, uns kam auch richtig gut an in Polen. Also fand ich auch toll. Da kommen natürlich auch neue Varianten, genauso wie bei unseren anderen Maschinen, Witkom 216 und so weiter. Also ich glaube, wir haben über 450 Neuheiten jetzt. Das hätte ich jetzt auch nicht sagen sollen. Aber wir haben sehr viele Neuheiten. Und, sollen Sie das nicht sagen? Ja, Sie haben gleich so kritisch geguckt. Also das ist natürlich schon auch eine Herausforderung für unsere Produktion. Das ist mir durchaus klar. Und ich werde dann auch wieder gefragt, ob die Dekos pünktlich fertig sind. Genau, ja, fröhlich, hervorragend. Ja, wir arbeiten dran, das weiß ich ja. Also wir arbeiten dran und ich freue mich auf das Programm. Ja, na, also ich glaube, wir haben da ein super Programm zusammengestellt. Und wir werden da sicherlich wieder auch viele neue Fans dazu gewinnen, die bisher immer gesagt haben, naja, schauen wir mal, was Pico hat. Aber so mittlerweile haben wir schon fast alle überzeugt. Ja. Also ich freue mich auch, wenn so Rückmeldungen kommen. Oh, das wird aber ein teures Jahr mit Pico. Richtig, hat einer geschrieben, es wird ein teures Jahr für mich. Ja, aber ich freue mich da einfach drauf. Also das ist doch super. Das heißt offensichtlich, macht man was, was die Leute wirklich haben wollen, wo sie auch bereit sind, Geld auszugeben für. Ja. Ja. Ich meine, wir geben natürlich auch viel Geld aus, aber wir brauchen Sie einfach dazu, dass Sie diese Modelle dann hinterher auch kaufen, auf der Anlage fahren lassen oder in die Vitrine stellen. Und sonst können wir das ja auch alles gar nicht machen. Also das ist ja auch irgendwo eine Teamarbeit. Wir entwickeln, Sie haben Freude damit und Sie kaufen. Da müssen wir uns alle anstrengen. Da müssen wir uns alle anstrengen und das setzt natürlich auch uns wirklich dann in so einer Situation, dass wir sagen, wir möchten das natürlich auch bedienen, wenn die Kunden schon sagen, sie freuen sich auf unsere Modelle. Und ich glaube, das mit der Lieferkette. Herausforderung auch. Ja, auch absolut. Für die nächsten Jahre. Da immer wieder was Neues zu finden, was dann doch gut ankommt, ist nicht so ganz einfach. Machen Sie sehr gut, Herr Fröhlich. Dankeschön, freut mich. Bin ich auch, muss man auch mal sagen und sagen, dass Sie da wirklich einen tollen Input leisten. Und ich glaube, hat auch was mit dem Erfolg von Pico zu tun. Freut mich sehr. Macht auch Spaß. Gut. Wunderbar. Ja, und dann haben wir noch eine Neuheit, aber ich glaube, da ist es doch besser, wenn ich mal kurz aus dem Bild rausgehe und wir unseren Digitalexperten dazu holen. Genau. Wunderbar. Da holen wir uns mal den Herrn Detlef Richter ins Bild. Okay, und ich freue mich dann auf nachher. Okay. Viel Spaß dann. Ja, bis gleich. Liebe Pico-Fans, wir haben Ihnen ja jetzt gerade die H0-Neuheiten zum Teil vorgestellt. Und jetzt wollten wir auf eine Besonderheit im digitalen Bereich quasi spurenübergreifend zu sprechen kommen. Und Herr Detlef Richter hat sich bereit erklärt, hier unser neues System vorzustellen. Wir wollen Ihnen ein neues Pico Smart Control System Wireless LAN anbieten. Wir haben da einige Jahre dran entwickelt und das wird unser neues Pico Smart Control Wireless LAN System werden. Herr Richter, vielleicht können Sie uns ein bisschen was dazu erzählen, was das denn alles kann oder auch nicht kann. Ja, Herr Dr. Wilfer, herzlich gerne. Und zwar möchte ich Ihnen natürlich dieses System einmal komplett neu vorstellen, also zumindest in kleinen Ausschnitten einmal kurz vorstellen und natürlich auf die Besonderheiten auch hinweisen, die dieses System mit sich bringt in Bezug auf unser vorheriges System, das Smart Control Lite.
Ja, denn wir wollen natürlich auch den digitalen Neueinsteiger unbedingt mit diesen Digitalsystemen auch mit in die Begeisterung für unsere Modelle bringen. Und von daher macht es natürlich auch Sinn, dass man eben halt auch ein modernes Digitalsystem jetzt bei uns eben halt auch neu ins Programm mit aufnehmen kann. Ja, und was ist da jetzt besonders dran gegenüber dem alten sozusagen Pico Smart Control Live? Ja, ich meine, jedem fällt natürlich sofort auf, der unser älteres System kennt, ja, dass ich hier einen Handregler in der Hand halte, den ich mir auch in die Tasche stecken könnte, weil eben halt kein Kabel mehr dran ist. Oh ja. Das heißt, wir arbeiten hier mit WLAN. Und haben von daher eben halt die Verbindung von diesem Handheld zur Zentrale. Zentrale ist das hier. Aha, okay. Ja, da sehen wir schon den ersten Prototypen, der funktionstüchtig ist. Und die Verbindung, wie gesagt, eben halt als WLAN-Verbindung. Und man kann eben halt auch mehrere Handregler dann auch gleichzeitig sich einbuchen in das System, sodass man nicht der Einzelspieler bleibt, sondern eben halt auch gern mit der ganzen Familie zum Beispiel auch spielt. Die zweite deutliche Veränderung ist das Display. Ja, wenn man sich das Display genauer anschaut, dann wird man hier die Veränderung eben halt sehr deutlich sehen, dass wir es hier mit einem grafischen Display zu tun haben. Farbdisplay. Genau, ein grafisches Farbdisplay. Mhm. Und somit haben wir natürlich ganz, ganz viele Varianten mit einmal zur Verfügung zur Darstellung der einzelnen Funktionen. Ja, zum Beispiel können wir auch Logbilder mit einpflegen. Das ging bei dem alten System überhaupt nicht. Da konnte man nur Log-Symbole letzten Endes auswählen, die festgelegt waren. Aber bei den Logbildern, die uns hier zur Verfügung stehen, haben wir natürlich die gesamte Pico-Palette im Angebot. Die kann man eben mal zu den Lokomotiven zuweisen. Oder sie werden, weil wir hier auch die Railcom Plus-Technik mit eingebaut haben, noch ein deutlich positives Feature in diesem neuen System, ja, können wir dann hier die Lokbilder automatisch natürlich auch gleich zu den passenden Modellen mitladen lassen. Mhm. Man kann aber auch eigene Bilder erstellen. Das heißt also, wenn Sie ein Foto von Ihrer Frau haben, können Sie natürlich für Ihre Lieblingslokomotive, können Sie da natürlich auch dann das entsprechende Foto mitladen, sodass es dann zu der Lok auch angezeigt wird. Ja, das sind eben halt so die Eckpunkte, würde ich mal sagen, was so die rein technische Seite angeht. Und weil wir es hier ja mit einem kabellosen Handträger zu tun haben, heißt das natürlich, wir brauchen noch eine Spannungsversorgung. Die haben wir über einen Akku gelöst und das ist ein Wechselakku. Ja, das heißt, man kann hinten einfach die Klappe aufmachen, kann den Akku rausnehmen, an einen frisch geladenen Akku vielleicht einfach wieder einstecken und somit hat man auch permanenten Spielspaß ohne Unterbrechung. Ja, weil wir eben halt dieses Wechselakku-Prinzip hier verwirklicht haben. Die Ergonomie des Handreglers hat sich auch ein klein wenig verändert. Er ist etwas schlanker geworden, ein klein wenig länger geworden und er liegt eben halt durch die optimale Gewichtsverteilung, die wir hier angestrebt haben, liegt er auch wirklich optimal in der Hand und kann auch komplett mit einer Hand bedient werden. Das war wichtig für uns, genau. Ja. Und zwar für Rechts- oder für Linkshänder? Für Rechts- oder für Linkshänder, ganz genau. Ja, das gilt dann für beide gleichermaßen. Und was vielleicht noch wichtig ist, weiß nicht, ob Sie es sagen wollten, aber wir haben hier eine beleuchtete Tastatur, wo Sie auch die Helligkeit ändern können. Genau. Also mit CV oder sowas oder wie Sie das nennen, können Sie dann hier die Helligkeit auch von der Tastatur einstellen. Richtig. Ja. Um das Thema Helligkeit noch zum Abschluss zu bringen, auch die Display-Helligkeit ist dann natürlich einstellbar. Ja, dann haben wir eben halt die Möglichkeit, tatsächlich auch auf die Rahmenbedingungen, die wir in den Räumlichkeiten vorfinden, was die Beleuchtung angeht, ja auch die Beleuchtung des kompletten Handreglers komplett auf die Bedürfnisse einzustellen. Worauf ganz wichtig, glaube ich, ist darauf hinzuweisen, dass wir uns bemüht haben, ein System zu entwickeln, was sehr einfach zu bedienen ist. Also man muss nicht 2 Stunden oder 2 Tage lang ein Handbuch wälzen und auswendig lernen, sondern man kann das eigentlich nehmen und kann eigentlich alle Funktionen sofort abrufen und auch bedienen. Genau. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Also die Menüstruktur, die ist weitestgehend selbsterklärend. Und das ist natürlich auch der Hintergrund. Wir haben das ja ganz bewusst auch eben halt einsteigertauglich gemacht. Denn auch dieses System wird ja Einzug in unsere Startsets finden. Ja. Ja, sodass man dann eben halt, ich denke da immer an die Weihnachtstage, die sind ja noch gar nicht so lange her, auch den Spielspaß sofort hat. Ja, dass wenn man das ausgepackt, aufgebaut hat, dann die ganze Sache auch sofort in Betrieb nehmen kann. So, jetzt haben wir hier natürlich auch noch eine Kleinigkeit aufgebaut und dann möchte ich eben auch einmal zeigen, wie es denn so läuft mit dem Fahrbetrieb und dem Schaltbetrieb in diesem Handregler. Und da sind Sie sicherlich auch interessiert, es gibt eine Menüstruktur und in dieser Menüstruktur sind die entsprechenden Symbole hinterlegt für zum Beispiel den Lokbetrieb oder für den Schaltbetrieb. Ja, bis hin natürlich auch zur Programmierung der Lokdecoder, weil wir es hier mit Digitaltechnik zu tun haben, muss die ganze Sache ja auch programmierfähig sein und die Lokdatensätze, die angelegt werden können. In dem
Set, das wir dann einzeln verkaufen, gibt es dann auch eine Fahrstraßensteuerung, die hier mit in dem Handregler integriert ist, ja, sodass wir hier schon einen tatsächlich kompletten Spielspaß direkt anbieten können in diesem, ich sag mal, vereinfachten System. Ja, und bei den Lokomotiven, da ist es relativ einfach, wenn wir dieses Menü der Lokomotiven einfach auswählen, dann haben wir hier, wenn wir es denn vorher schon angelegt haben, haben wir hier eine Reihe von Fahrzeugen, die uns hier zur Verfügung stehen. Und die kann ich jetzt entweder über die Tastatur auswählen, über die Ziffern, die uns hier zur Verfügung stehen, oder auch über das Navigationskreuz, das uns hier in der Mitte zur Verfügung steht. Und darüber kann ich dann eben halt auch zum Beispiel einfach blättern. Ich will mal meine Lieblingslok aufrufen. Der habe ich auch einen ganz anderen Namen gegeben als üblich. Das ist also keine Baureihenbezeichnung. Das ist die Angela, die wir hier finden. Und die kann ich einfach über die Taste 8 erreichen. Dann werde ich von der Zentrale gefragt, soll ich die Verbindung denn tatsächlich herstellen? Und das bestätige ich mit OK. Und wenn das passiert ist, dann wird die Lok entsprechend aufgerufen und erscheint dann mit all den Informationen zu dem Fahrzeug im Display und ist sofort steuerbar. Ja, und so kann ich dann eben über die... Ja, und dann können Sie sie fahren lassen. Genau, ja. So kann ich die dann entsprechend dann auch fahren lassen. Und über die einzelnen Tasten dann auch Licht steuern oder Sound steuern, alles möglich. Genau. Ja. Ja, wichtig ist, dass wir haben ein System entwickelt, was sehr viel kann, was aber, sagen wir mal, in den Anfangspackungen etwas abgespeckt sein wird. Weil die Startsets, die Preise für das Startset werden nicht wesentlich erhöht werden, sondern ich glaube, wir sind nur insgesamt, glaube ich, nur 10 Euro teurer mit dem Startset, als wie es vorher war. Und das Set als solches, also der Handregler und die Zentrale, die kosten, glaube ich, 250 Euro. Und für das, was dieses Pico Smart System leisten kann, ist das, glaube ich, ein ziemlich attraktiver Preis mit Farbdisplay, mit Wireless LAN, mit den verschiedensten Funktionen. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Geschichte. Und das ist ja auch unser Ziel. Wir wollen ja viele neue Kunden zur Digitaltechnik führen. Und zwar so führen, dass sie eben einfach spielen können damit. Dass sie nicht alles Mögliche lernen müssen und CVs und Zeug und war, sondern einfach spielen. Ja. Das ist wichtig. Und das war also unsere Idee auch, wie wir in die Entwicklung reingegangen sind. Ja, gut. Dann kommen wir noch zum zweiten Punkt eben des Schaltens. Ja, da möchte ich Ihnen natürlich noch einmal ganz kurz auch vorstellen, wie das Schalten funktioniert. Wir haben hier zwei groß bedruckte Tasten, die eigentlich direkt Anwähltasten sind für den Schaltbetrieb. Da ist eine Weiche abgebildet oder für den Fahrbetrieb, also für die Lokomotiven. Da ist entsprechend eine Lok abgebildet. Und wenn wir dann den Weichenbetrieb bzw. den Schaltbetrieb einfach mal auswählen, dann kommen wir auch direkt ins Schalten und können somit dann auch die Weichen und die Signale schalten. Und da möchte ich dann vielleicht auch einmal hier auf diese mehrbegriffigen Signale hinweisen. Denn die mehrbegriffigen Signale, die sind natürlich schon eine besondere Herausforderung, weil man da nicht nur mit einer Schaltadresse Rot und Grün letzten Endes ansteuern kann, sondern es gibt ja eine sogenannte Langsamfahrt, da kommt noch eine gelbe LED dazu, dann gibt es eine Rangierfahrt, da kommen noch zwei weitere weiße LEDs dazu. Und das alles geschieht in der Digitaltechnik selbstverständlich immer über Schaltadressen. Ja, und die müssen jetzt in irgendeiner Weise natürlich miteinander kombiniert werden. Und da sind natürlich unsere Entwicklungsabteilung gefragt gewesen, das alles dann auch zielgerichtet so unterzubringen, dass wir hier dann auch vernünftig schalten können. Ja, und das möchte ich vielleicht mal an dem dreibegriffigen Signal vielleicht einmal zeigen. Ja, wenn ich das dreibegriffige Signal hier auswähle, dann bekomme ich eben halt einmal die Ausleuchtung für, man sagt es in der Fachsprache dazu, HP0, also für Halt. Der Autofahrer sagt einfach, die Ampel ist rot, wir müssen stehen bleiben. Und das kann ich dann jedes Mal wieder neu auswählen, wenn ich dann entsprechend die Stellung, ich wähle jetzt hier mal die Langsamfahrt aus, wenn ich dann die Signalstellung entsprechend verändern möchte. Der tatsächliche Ist-Zustand des Signals wird man dann natürlich auch in dem Display angezeigt. Ja, und das ist, denke ich mal, für so ein kleines Einsteigersystem ist das schon wirklich, na, schon fast herausragend. Also das findet man eigentlich in keinem anderen Digitalsystem dieser Größenordnung. Sehr gut. Okay, und wenn wir es dann ausliefern, dann werden Sie sicherlich wieder irgendwelche Vorstellungen machen im V-Block und werden das natürlich dann genau alles, ja, alles genau erklären, wie denn das so zu bedienen ist. Da wird es sicherlich die ein oder andere Sendung dann tatsächlich zu geben in dem Livestream, in dem ich dann eben halt diese neue Digitaltechnik aus unserem Hause dann auch nochmal im Detail vorstellen werde, die Menüstruktur erklären werde, die ganze komplette Funktionsweise und so weiter.
Es wird vielleicht noch den einen oder anderen geben, der sich fragt, ja, aber wenn wir es doch jetzt mit dem kleinen System zu tun haben, wie viele Fahrzeuge kann ich denn damit fahren? Das heißt, wenn ich bei Pico mir neue Fahrzeuge kaufe, wie viele kann ich denn damit betreiben? Vom Prinzip her haben wir es hier mit einer, ich sage dazu mal Endstufe zu tun, die 2 Ampere leisten kann. Das ist ausreichend für 4 bis 5 Zuggarnituren. Wenn es denn mal mehr werden soll, dann haben wir die Zentrale schon so ausgerichtet, dass sie, wir sagen dazu, boosterfähig wird, dass man also externe weitere Verstärker anschließen kann, sodass man auch eigentlich mit dem kleinen System auch schon größere Anlagen steuern kann. Also auch immer ein bisschen in die Zukunft gerichtet für den Modellbahner, wie er seine Anlage dann weiter ausbaut. Okay, gut. Herzlichen Dank, Herr Richter. Herzlich gerne, Herr Dr. Wilfer. Ja, Herr Fröhlich, wir hatten ja gerade den Herrn Detlef Richter da, der uns das neue Wireless Smart Control System vorgestellt hat. Ich glaube, eine tolle Geschichte, die sicherlich viele von Ihnen interessieren wird. Und jetzt wollen wir neben dem H0-Bereich auch mal zu den kleineren Spuren gehen. Als erstes fangen wir mit TT an. Sehr, sehr gerne. Und Sie haben ja schon ein kleines Schätzchen bei sich stehen. Wollen Sie es draufstellen? Ja, super. Okay. Ja. Die 390er, genau. 390. Also das ist mit Sicherheit das Highlight in TT. Ganz, ganz viele Wünsche, nachdem die H0-Lokomotive rausgekommen ist. Ah, bitte gebt uns doch die Lokomotive von TT. Die ist auch wirklich ein sehr schönes, alles freistehende Leitungen hier. Die Steuerung ist geätzte Steuerung, Metall. Ja, ja, auch die feinen Winterbeißer am Führerhaus, also ganz, ganz tolles Modell und muss sagen, also TT hat schon was. Also ich bin auch vom Haus aus gerne H0er, aber wenn ich mir diese TT-Lokomotiven angucke, die haben schon wirklich was. Ja, und ich meine, wir kriegen da noch auch relativ viele Details hin in in der Spurgröße. Und das, ja gut, das Geschäft ist ja letztes Jahr auch mit TT super gelaufen, ganz toll gelaufen. Klar, wir hatten super Neuheiten. Und mit der 93 wird das dieses Jahr, glaube ich, ähnlich sein. Also ganz, ganz viele Rückmeldungen dazu. Ich finde es auch schön, gerade der Kohlekasten hinten mit der fein strukturierten Kohle drauf. Wenn Sie reingucken, Sie sehen wirklich die Bretterstrukturen im Führhaus auf dem Boden und auch die kleinen Lampen. Also das ist schon ein echtes Highlight. Ganz, ganz toll. Tolles Modell. Kosten 275 Euro, mit Sound 390. Jawohl. Und Sie wollten noch was dazu zeigen? Ja, gerne. Das mag ich immer sehr gerne. Und ja, daneben stellen. Ja, also wenn man die beiden so nebeneinander... Kleine Schwester, große Schwester. Genau, und ganz, ganz wunderschön. Und man sieht auch wirklich, dass die kleine Maschine nicht weniger Details hat und einfach also faszinierend. Unsere Entwicklung und auch die Produktion. Also man muss da schon auch sagen, die Produktion leistet da schon wirklich Enormes in der Spurgröße und auch gerade bei den Radsätzen und bei dem Zusammenspiel. Das muss ja alles stimmen. Wenn da auch nur ein Hundertstel Millimeter raus ist aus dem richtigen Zusammenspiel, dann läuft die Lok nicht oder sie wackelt oder so. Also das ist alles nicht so ganz einfach. Ja. Also eine tolle Geschichte. Ganz genau, freuen wir uns riesig drauf. Weitere Neuheiten haben wir? Ja, wir haben weitere Neuheiten. Die 8310 gibt natürlich eine neue Variante. Ja. Die gehört ja einfach fest zu unserem Bestandteil dazu. Aber auch bei der DB-Maschine, bei der E50 kommt was Neues. Und Laminatka kommt die blaue. Mhm. Also für mich die erste in dem roten Design schon sehr schön. Aber das JD Cargo Blau, das ist schon, das sieht sehr, sehr gut aus. Die haben wir letztes Jahr auch in H0 ausgeliefert. Jawohl, genau. Na gut. Wunderbar, freuen wir uns schon sehr drauf. Ja, also ich glaube, da haben wir wieder ein gutes Programm für unsere TT-Freunde. Mhm. Viel Spaß dabei. Auf jeden Fall. Gut, nächste. Ja, dann nehmen wir die mal runter. Ja. Stell die wieder hier vorne hin. Nächste Spurweite, N. Sehr, sehr gerne. Haben wir da auch schon was? Wir haben auch schon was. Und zwar die BR185. Die BR185, auch wieder super feine Pantographen obendrauf. Und ja, die 101 ist ja geradezu gefeiert worden im Markt. Und das hat mich ehrlich gesagt gewundert. Es war ja nicht die erste 101 auf dem Markt. Ja, aber die schönste. Die schönste. Wir stellen unser Licht nicht unter den Scheffel. Nein, das wäre jetzt also an der Stelle, glaube ich, wäre es auch fast schon wieder unbescheiden, wenn wir es machen würden. Nein, also sie ist wirklich wunderschön geworden und es hat natürlich neue Begehrlichkeiten geweckt. Und gleiches Niveau. Gleiches Niveau. Ja, super. Und es kommt noch eine weitere Maschine, haben wir leider auch noch kein Muster, deswegen werde ich da ausnahmsweise eine andere Lokomotive dazu zeigen. Richtig. Also übrigens noch zum Preis, 170 Euro. 180 Euro, was ist denn der Unterschied? Der Unterschied, einmal 2 Pantographen, die DB-Maschine und einmal mit den 4 Pantographen. Genau.
Und Soundversion 290 und 300. Jawohl. Ja, die ist einfach schön. Sehr schön. 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 Prima. Ja. Und da muss ich jetzt leider das H0 ein bisschen zu groß. Wir hätten mal Probleme mit dem Gleis, aber ja, vielleicht in der Weiche, bis zur Weiche wird es schaffen. Aber wie auch immer. Nein, wir werden auch eine kleine Witcomb machen in N. Und das ist so eine kleine Maschine, dass da überhaupt der Motor und alles untergebracht wurde. War, glaube ich, nicht so einfach. War nicht so einfach. Und haben das aber hervorragend gelöst, wie ich finde. Auch die Details sind sehr stimmig. Mhm. Und werden wir auch wieder die Ausführung machen für die Niederländer, die RH600 und die Transportsysteme der US-Armee. Und dann natürlich auch wieder eine US-amerikanische Ausführung. Okay, also, das wird auch schön. Kostenpunkt im N-Bereich 190 und mit Sound 300. Ja. Aber auch echte Highlights. Gut. Ja. Und jetzt wollen wir uns dann mal zu den großen Spuren begeben und die Position verwechseln. Sehr gern. Gehen wir rüber. Die andere Gehen wir rüber. Sehr gern. Ja, wir sagten ja gerade, dass wir uns jetzt mit den Genauheiten beschäftigen wollen. Und Herr Fröhlich, was haben wir denn da? Sollen wir mal zeigen, oder? Mal zeigen, ja. Die NOHAB. Da sie Ihnen ja in H0 so gut gefallen hat. Oh, der größte Drehtäler der Welt haben wir hier, oder? Also, ja, super. Ja, wunderschönes Modell. Das ist jetzt so eine Art Handmuster, das wir hier haben, einfach um die Proportionen zu bestimmen. Und das ist schon eine Wucht, was hier auf dem Tisch steht. Und ich glaube, also die sieht auch in G richtig gut aus. Ja. Also muss ich schon sagen. Also, haben sich auch viele jetzt schon gefreut und haben gesagt, ja, gab schon viele Rückmeldungen und haben viele gesagt, oh, tolle Idee. Und die fehlt eigentlich, weil es einfach auch eine Kultlokomotive ist. Und welche Ausführung kommt die? Die bringen wir als erstes in dieser wirklich sehr schönen Santa Fe-Dekoration von der Strabag. Genau, also sieht so ein bisschen aus wie eine US-amerikanische und macht natürlich was her und zeigt natürlich auch ein bisschen die Wurzeln der Lokomotive. Und hat auch sehr viele angesetzte Details, feine Lüftergitter. Und ich glaube, dass wir da die Rundung genauso perfekt hinkriegen wie in H0. Insofern dürfte das auch ein echtes Highlight sein auf der Gartenbahnanlage. Ist einfach eine tolle Lok. Gefällt mir. Die macht mir sehr viel Spaß. Ob wir sie natürlich dann irgendwann auch in ihre Lieblingsdekoration bringen, da müssen wir nochmal drüber reden. Aber da brauche ich auch noch eine Gartenbahn bei mir. Das ist dann natürlich wirklich zwingend Voraussetzung, klar, aber es ist ein schönes Modell und da freuen wir uns auch riesig drauf. Kostenpunkt 700 €. In der nicht digitalen Ausführung, der digitalen Ausführung mit Sound 850. Genau. Ja gut, und das nächste Modell haben wir dann. Herr Dr. Wilfer, dann. Ein großes Wunschmodell vieler Gartenbahner war, glaube ich, das Modell, was wir jetzt hier stehen haben, nämlich der Steuerwagen für den Railjet. Ja, ganz, ganz oft gewünscht. Wir haben ja die Lokomotive rausgebracht, wir haben die ersten Wagen rausgebracht. Und es war natürlich gleich, warum kommt denn da der Steuerwagen nicht? Warum ist denn der nicht dabei? Und kommt denn der noch? Aber ich glaube, mittlerweile sollte man Pico schon so weit kennen, dass man weiß, dass wir wirklich Züge komplettieren. Und das Modell ist fast noch ein bisschen warm, weil das hat unser New Product Manager wirklich so fertiggestellt, dass es heute hier präsentiert werden kann. Gestern bin ich durch den Betrieb gegangen, hat dem Herrn Fröhlich kein Mensch erzählt, dass das Ding fertig ist. Habe ich gesagt, hören Sie mal, Herr Pöschel, also bitte, morgen haben wir die Neuheitenvorstellung, dann möchte ich das doch auch im Bild sehen. Und ich glaube, wir können es jetzt auch mal kurz drehen, dass man mal auch mal die Vorderseite gut sieht. Und ich glaube, das ist insgesamt sehr gut gelungen von der Formgebung her. Es ist der Railjet. Und das ist eine tolle Geschichte. Und wieder ist ein Zug komplett. Wieder ist ein Zug komplett. Ja. Okay, super. Gut. Was haben wir noch an Genauheiten? An Genauheiten? Ja, wir haben natürlich eine ganze Reihe an Varianten. Ich habe vorhin gesagt, wir haben den größten Drehteller. Ich glaube, wir brauchen einen größeren Tisch das nächste Mal. Also, nein, wir haben noch eine ganze Reihe an Neuheiten. Wir haben die 50er, kommt eine neue Variante. Dampflokomotive. Ja. Ich persönlich freue mich sehr auf die 232 in den EBS-Formen. Okay. Dieses Schwarz sieht einfach bei der Lokomotive so edel aus. Und wir haben von der Rail Adventure eine analoge Ausführung von der 103. Wir haben natürlich ganz viele Wagen. Wir haben auch für den amerikanischen Sektor eine ganze Reihe von Neuheiten. Also ich glaube, dass da auch wirklich für jeden was dabei ist. Glaube ich auch. Also haben wir, glaube ich, wieder ein gutes Programm zusammengestellt oder Sie zusammengestellt für den Gartenbahnbereich. Und werden wir wieder viele positive Zuschriften hoffentlich bekommen. Ja, liebe Pico-Fans,
Das war's jetzt von den vier verschiedenen Spurweiten. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Herr Fröhlich, tolles Programm zusammengestellt. Dankeschön. Ich glaube, wir haben wieder was anzubieten, was Ihnen viel Spaß machen kann, was in den verschiedensten Spurweiten Ihre Sammlung auch ergänzen kann. Und wir dürfen Ihnen ein gutes Modellbahnjahr mit Pico wünschen. Bleiben Sie gesund, haben Sie viel Spaß und tschüss dann.